Benutzer für diesen Droiden, denn wir brauchen Teile, um ihn zu reparieren. Ja, ein Ersatzteil brauchen wir nur, wir haben zwei. Reparieren, RCFD, reparieren, ein Ersatzteil. Du hast 3 CFD repariert. Ja. Der gehört jetzt zu unserer Gruppe. Mehr dazu gleich. ja. Wir haben Erfahrungspunkte erhalten. Das ist schließlich ein Rollenspiel. Hat sich deiner Gruppe angeschlossen. Möchtest du ein anderes Gruppenmitglied auswählen? Ja, er ist jetzt in unserer Gruppe. Wir können jetzt mit ihm reden, indem wir immer noch auf ihn draufklicken. Dann macht er allerdings Das machen die meisten Charaktere nur. Mit der Tab-Taste kann man aber zwischen den Charakteren wechseln. Beziehungsweise Druiden in dem Falle jetzt. Ja. Und damit können wir jetzt auch das machen, was wir eben nicht machen konnten. Dieser Behälter kann nur mit dem passenden Schlüssel geöffnet werden. Das glaube ich dir nicht. Versuche diesen auf dem Schiff. Dieser Behälter Mist. Kann nur mit dem passenden Okay, dann würde ich sagen, du folgst mir mal. Ja. Das ist der primäre Defekter-Druide, den haben wir auch noch nicht durchsucht. Teile. Interessant. Okay. Wir können jetzt das hier machen, Sicherheitskontrolle. Auf Sicherheitstüren zugreifen. Oh, Moment. Natürlich, wir müssen erst mit ihm hier. Mit C3PO. Was? Ja, hi C3PO. Du bist ein Protokoll-Druide. Du siehst aber nicht wie einer aus. Egal. Das ist der Maschinenraum. Was hat er gesagt? Diese Tür ist beschädigt. Du kannst okay. Mit der Fähigkeit was? Du bist wieder. Oh. Scheiße. Ich wollte Solo. Den Solo-Modus aktivieren. Damit folgen einem die Charaktere nicht mehr. So. Jetzt müssen wir. Da ist übrigens die Krankenstation, auf die ich gerade gezeigt habe. Da liegen wir drin, also Chris. Liegt das da drin. Ist der primäre Frachtraum. So, Sicherheitskonsole. Auf Sicherheitstüren zugreifen. Die äußere Garagentür schließen. Jetzt ist TC3. Ich habe den Namen vergessen von dem Druiden. Ist jetzt angesperrt. Wir können jetzt die innere Garagentür öffnen. Das geht nicht, wenn die äußere Garagentür bereits geöffnet ist. Man kann nur eine Tür von beiden gleichzeitig öffnen. Man kann nicht beide gleichzeitig öffnen. Weil sonst ganz einfach. Natürlich. Hier, ihr seht. Weltraum. Weltraum gleich Vakuum. Gleich kein Sauerstoff. Der Sauerstoff würde flöten gehen, wenn wir beide Türen gleichzeitig öffnen würden. Druiden brauchen keinen Sauerstoff. Druiden können hier einfach lang. Das ist eine Werkbank. Benutze sie, wenn du. Ja, ich weiß, was eine Werkbank ist. Ich erkläre es nochmal. Hier, für alle. Wie funktionieren Werkbänke? Wenn wir hoffentlich nicht oft machen. Damit kann man Gegenstände upgraden. Soweit ich das noch in Erinnerung habe. Man kann sie aber auch zerlegen, dass man dann davon Teile kriegt, glaube ich. Aber dann sind die Gegenstände halt auch weg. Ist logisch. Nach der Landung so. Der Hawk, ja, hier können wir das Schiff verlassen, wenn wir nicht gerade im Weltraum wären. Gehen wir jetzt hier. Das geht allerdings nicht. Weil wir da ganz einfach nicht lang gehen. Das ist die Werkstatt. Was war es nochmal, was man hier machen musste? Man wird ja nicht umsonst hierhin geschickt. Nach der Landung der Ibenhorn kannst du das Schiff auf diesem Weg verlassen. Mist. Das ist die Werkstatt. Ach da, genau, da drüben, glaube ich, oder? Nee, Quatsch. Hier muss man. Ah, da drüben. Funkspähende Drähte. Funkspühende Drähte. Grün. Diese so. Funkensprühenden Kabel verbinden. Okay. Hier kann ich die Tür. Tür geschlossen. Willst du hier sonst? Ich dachte, das kann man nicht tun. Na gut, damit könnte ich jetzt beide Druiden hier rein transferieren, aber was bringt mir das? Ehrlich gesagt, ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe vergessen, was man da machen musste. Shame. Scham auf mich, aber ich habe es echt vergessen. Gehen wir hier lang. Blocktür. Okay. Oh, bim. Das ist der Frachtraum. Bums. Was musste man nochmal machen? Ich, ist das hier, ist das jetzt echt ein bisschen peinlich. Ich habe vergessen, dieser was wir machen. Aufzug genau, wir mussten nach oben. Das ist der Versuch mit diesem nach Aufzug. Oben zu Ebenhawk. Ja, okay. Genau. Ich habe vergessen, was man draußen machen musste. Ich weiß es echt nicht mehr. Aber egal. So. Keine Ahnung, wie der andere Druide jetzt hier raufgekommen ist. Auf jeden Fall sind wir jetzt beide oben. Ja. Auf der Ebenhawk, die im Weltraum liegt.
Sehr schön gemacht. Auch wenn der Hintergrund ein wenig fraglich aussieht. Aber gut. Da vorne ist die Pegasus-Mine, der große Planet da. Den ich mir übrigens noch nie angeguckt habe, wenn es interessiert. Noch nie von da angeguckt habe, wirklich. Eigentlich habe ich Anti-Aliasing angeschaltet. Ich weiß nicht, warum es da trotzdem noch eckige Kanten gibt. Eckige Rundungen. Naja, egal. So, offene Luke. Da liegen Teile drin. Hier liegen auch Teile drin. Ja, halt deine Klappe. Halt deine Scheißklappe. Maschinenanschluss. Hier sind drei Teile drin. Hier sind nochmal Teile drin. Halt deine Klappe. Computer. Alter. Freiliegende Kabel. So. Türbuch. Der Weg zu den Steuerbordkojen ist frei. Yay. Dann können wir da jetzt rein. Ist das nicht toll? Ja, ist es. Vergiss nicht die andere Seite der Ebene. Ja! Halt die Klappe! So. Der rote Radius, den ihr seht, also das, was aussieht wie keine Ahnung was, sind Minen. Wenn wir in diesen Radius reingehen, dann werden die Minen ausgelöst. Also würde ich vorschlagen, gehen wir da nicht rein. Wir können sie entschärfen. Werden wir aber jetzt nicht tun. Keine Ahnung, warum er da durchläuft. Unser Freund hier. Protonrakete. Ist auch was drin. Eine Splitterbombe, das sind halt die Minen. Jo, und er läuft rein und, ja. So dumm sind die Teamkameraden. Wenn man es nicht selbst macht, machen sie es. Mit dem Aufzug. Hat jetzt fast kein Leben mehr, unser kleiner druidischer Freund. Wir müssen ihn mal heilen. Keine Ahnung, wie wir das jetzt hinkriegen, aber egal, wir werden schon einen Weg finden. Ja, T3M4. Wie viel Leben hast du? Ich will es gar nicht wissen, wenn ich richtig überlege. Ah, okay. Ja, manche Türen kann man halt nur mit Gewalt öffnen. Das ist... Ja, genau. Hier brauchen wir die Splitterbombe für. Haben wir ja gehört. Hat uns der Computer ja gesagt mal. So. Das können wir jetzt reparieren. Fünf Ersatzteile, haben wir die? Ja. Wir haben sie. Ja, wir können jetzt kurz auf Pegasus nehmen. Schon. Wir müssen jetzt eigentlich nicht mehr in die Steuerbordkojen. Wir gehen aber trotzdem rein. Ich weiß gar nicht, ob ich das Spiel jetzt irgendwie geglitscht habe. Dass ich irgendwie mehr Runden jetzt habe, als man eigentlich haben sollte. Das ist ein zerstörter Druide. Teile meine ich. Das ist... Spinnschlüssel. Genau, wir wissen, wofür wir den Spinnschlüssel brauchen, nicht wahr? Ja. Da war ja was. Hier. Können wir jetzt öffnen. Teile. Druid auf Brandpanzer. Ja, das ist, das ist eine Rüstung für Druiden. Ganz einfach ausgedrückt. Den ziehen wir diesen Druiden an, da wir den anderen nicht mehr wiedersehen werden. Leider. Oder leider auch nicht. Okay, aber die Steuerbordkojen wurden geöffnet. Sind das hier die Kojen oder die anderen? Okay. Ich werde euch alles zeigen, also machen wir das nochmal. Dann sind die Steuerbordkojen nämlich... Moment, das sind nicht die Steuerbordkojen. Nein, Quatsch. Ja, dann sind die Steuerbordkojen das hinter der Garagentür. Da schalten wir den Solo-Modus wieder ein. Und lassen unseren druidischen Freund wieder dahin laufen. Das ist der primäre Frachtraum. Ja, ist gut. So, äußere Garagentür öffnen. Abmelden. So. Reingehen, so. Innere Garagentür. Äußere Garagentür schließen, innere öffnen. Abmelden. So. Das ist die Werkstatt. Das ist die Werkstatt. Ach nee, denkst du, ich bin bescheuert. Ich weiß das. So. Das da unten sind übrigens unsere Talente, habe ich ja erwähnt mal. Die können wir benutzen. Wieder starker Angriff. So, hier ist ein Spind mit 4 Teilen. Den hätten wir wohl zuerst gebraucht, damit wir den Hyperraumantrieb wieder aktivieren können. Ein Druidenflammenwerfer. Ja, das ist praktisch wie eine neue Fähigkeit für Druiden. Das verbraucht sowas wie Munition, soweit ich das noch in Erinnerung habe. Ist aber halt stark. Das ist die Werkstatt. So gesagt. So, wir können jetzt
Wir müssen die Tür nicht mehr öffnen. Wir können jetzt ohne unseren Freund da hier lang. Das ist das Cockpit. Und mit der Galaxis-Karte, wir haben ja jetzt das System-Dingens wieder aktiviert. Wir können jetzt nach Peragus 2. Ja, wie gesagt, da war wieder ein Cutscene, das andockt, das Schiff. Die konnte ich jetzt halt auch nicht sehen, weil Fraps nicht recorden will. Dankt Fraps dafür. Schon durch die Cutscenes, aber glaube ich, irgendwo bei...